Oh, regt euch das langsam auch so ein bisschen auf wie mich. Das mit dem scheiß alten Intro. Also ich kann es ja nicht mehr hören, ne? Aber hier ist es nochmal. Lange nicht mehr, meine Freunde. Bald haben wir es geschafft. So, ich lese erstmal wieder die Änderungen vor für heute. Also, in der Beta 1.5, die wir jetzt aufgespielt haben, gibt es eine Leistungsverbesserung für alte und langsame Rechner, Wetter hinzugefügt, Monster können während des Gewitters spawnen, Angriffskraft der Hand und der Werkzeuge wurde um ein halbes Herz erhöht. Durch Drücken von F3 kann man Monster-Spawner sehen, okay, das ist jetzt nicht so interessant, wenn man Shift drückt und auf Items an der Truhe klickt, wandern diese in Inventar. Ja gut, das ist, habe ich gesagt, dass das schlecht ist. Ja gut, das habe ich. Statistiken und Erfolge wurden hinzugefügt. Antriebsschiene, Sensorschiene, Spinnennetze können auch noch nicht vorkommen. Fichten, Birkensetzlinge, Leitern dürfen keine Zwischenräume mehr haben. Man kriegt aber 2 Stück beim Craften. Wasserstromstärke ist wieder normal. Redstone kann auf Schnee platziert werden. Eichenholzreben brennen nun. Die Textur von Crying Obsidian wurde durch die Seite eines... Wir gehen jetzt einfach in die Welt. So. Okay, was machen wir denn heute mal für einen Schwachsinn? Ich würde sagen, wir können erstmal uns die neuen Sachen angucken. Also, was habe ich gesagt? Ich habe schon mal vergessen. Antriebsschienen. Wölfe brennen, spawnen nun in allen Biomen. Aha. So, und du scheiß Netherportal, ne? Wegen dir habe ich die ganze letzte Folge verschwendet. Was mache ich denn heute mal? Hab gar keine Idee. Vielleicht... Ich will nicht schon wieder jagen. Man kann halt in der Beta hat man noch nicht so viele Möglichkeiten, außer bauen. Und wenn man nicht nur der Bau-Pro ist... Ach, jetzt mache ich hier mein Renderprogramm auf. Und wenn man nicht so der Bau-Pro ist... Alter, was klicke ich denn hier? Dann kann man natürlich auch hier nicht, kommt man nicht lange voran, lange vor allem. Was hatte ich denn gelesen? Was waren, ach so, mit den Kisten. Gewitter. Okay, wir können eigentlich mal die Achievements durchgehen. Genau, das wollte ich ja machen. Also Getting Wood, wir müssen erstmal ein Holz abschlagen. Lol. Ich hab's tatsächlich geschafft. Dann eine Crafting Box. Das kriege ich ja alles noch hin. So einigermaßen. Und die werfen jetzt einfach mal dem Schaf zum Fressen hin. Das mag doch Holz, oder? Komm, kannst du essen. Hast du mal was Ordentliches zwischen den Zähnen. Und ja, ich guck dann mal weiter. Da können wir hier ein bisschen was machen. Wie zum Beispiel das Stück mit der Holzfeldhacke. So. Dann können wir noch ein Holzschwert machen. Die werfen wir dann auch den Tieren zum Essen hin. Achievements. Bake Bread. Oh, ich habe keinen... Warte mal. Wir haben doch Knochenmehl, ne? Ich muss sowieso mal ein bisschen was raus tun. Hier die Eisenerz kann ich mal schmelzen. Die Wolle haben wir, ne, haben wir noch nicht. Leder haben wir aber. Ne, super, es wird schon wieder Nacht. So war es auch jetzt nicht geplant. Ja, da hole ich mal das dritte und entscheidendste Weizen halt am nächsten Morgen. Gute Nacht. Na komm. Ach, you can only sleep at night. Wer liebt das nicht? Jetzt aber. So's. Na komm, steh wieder auf. Ich bin so ungeduldig. So spannend und neu, dieses Spiel. So. Hä? Ah. Ich muss ja schleichen, stimmt. Ganz verschwitzt. So.
mit Fullspeed unterwegs. So, auf Gras geht natürlich noch nicht. Das geht erst nächste Woche. So, wir haben Brot. Das kann ich eigentlich auch gleich mal essen. Oder ach ne. Ich tue es hier rein. Als Vorrat. Das haben wir uns ja hart erwirtschaftet. Dann können wir Delay. Red Sugar, Milk and Eggs. Ach, ich brauche schon wieder Weizen. Gibt's doch nicht. Ich mache jetzt einfach mal die Knochen alle zu Knochenmehl. Weil wir die für was anderes zurzeit eh noch nicht gebrauchen können, außer für Hunde. Aber wer braucht schon Hunde, ne? Das ist ja auch unnötig. Ach, jetzt habe ich hier natürlich... Ja komm, schlage ich mir mal den einen weg. Das ist schon verkraftbar. So. So. Schön gemacht, Textmark. Wirklich super Leistung. sorry. Ach, die wollte ich nicht raustun. Jetzt benötige ich noch zwei weitere Eimer. Und den anderen muss ich mal kurz ausleeren. Und zwar schütten wir den einfach mal hier hin. Scheiß drauf. Und ich brauche eine Kuh. Da haben wir natürlich keine. Aber ich kann auch parallel mal gucken nach Zuckerrohr. Und die Eier brauche ich ja auch. Scheiße. Na, dann wird das wohl nichts mit den Hühnern, mit dem Zeug. Müssen wir das später machen. So, dann können wir wenigstens mal hier ein Monster töten und eine Kuh töten. Das müssen wir auch noch. Und eine Spitzhacke machen. So, zum Glück haben wir gerade Hühner in der Gegend. Da können wir ein bisschen auf Eier warten. Oder wir haben doch schon Eier. Ja, wir haben doch schon welche. Dann brauchen wir nur noch Zucker. Haben wir echt kein Zuckerrohr? Ich gucke jetzt sofort du in die Kiste. Ja, anscheinend nicht, ne? Hm. Hä, wieso haben wir kein Zuckerrohr? Das muss doch... Zuckerrohr muss mit. Genau wie Beefy. Hm. Mal was gucken. Aha. Heilige Scheiße. Wieso haben wir kein Zuckerrohr? Das ist doch dumm. Vielleicht da hinten auf der anderen Insel. Oh, zwei Schweine, die sich lieben. Komm. Das zerstören wir mal. Es ist eine verbotene Liebe. Nicht, dass ich das gucken würde, aber fällt mir gerade so ein. Mir schweben abends immer viele Dinge im Kopf, die ich loswerden muss. Tja, ich sollte öfter abends aufnehmen. Obwohl es noch nicht so spät ist. So, schöne Rose. Alter, warum haben wir denn hier kein einziges Zuckerrohr? Das ist jetzt nicht so cool. Oh, eine Kuh haben wir da hinten. Das ist schon mal besser. Hm. So, komm, lass dich melken. Manchmal geht das auch nicht. Guck mal hier. Siehst du das? Jetzt geht's. Kann man die eigentlich schon trinken? Nee. Man kann die nur ausschütten hier auf dem Block. Finde ich übelst dumm. Jetzt muss ich natürlich extra nochmal zurückgehen. Dank meiner Dummheit. Huch, ach so, das war die Kuh. So, das hier ist schon eine neue Region. Das sieht man an den Blättern hier. Das sind keine Alpha-Bäume. Und da hinten ist eine überdimensional große Birke.
fast wie heute in den Birch Forest M heißt er, glaube ich. Das ist ein Schaf, ich dachte, das ist ein Birkenstamm, der läuft. Alter, auf welche Ideen kommt mein Gehirn? Dass sich sowas zusammenspinnt. So, eine schöne Piano im Hintergrund. Ach, Alter, wird mich doch verarschen, oder? Ich baue mir gleich mein eigenes Zuckerrohr an hier. Na gut, das werde ich auch, wenn ich welches finde. Ist ja klar. Es muss doch Zuckerrohr geben. Was wäre die Welt ohne Zuckerrohr? Nur wegen dem einen Achievement. Ich meine, die Spitzhacke und sowas ist ja schnell gemacht. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt scheitert's echt daran, an einem beschissenen Zuckerrohr, ja? Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Das wächst ja hier nicht mal auf Sand, das wächst hier wirklich nur auf Gras. Hat auch noch Ansprüche. Hier liegen noch die Pilze rum. Toll, ich baue Laub mit einer Diaspitzhacke ab. Applaus, es wird immer besser und immer niveauvoller. Ach, hier, das ist eine schönere Gegend als bei uns. Würde ich ja lieber wohnen. Gebe ich ja schon so offen zu, ne? Unsere Gegend ist einfach nur scheiße. Guck mal, da hinten, der Berg sieht auch geil aus. Ich tue die Milch mal weg, ich will die immer trinken. Oder mit ihr interagieren. Wurde hier irgendwie alles Zuckerrohr gelöscht? War da ein Gomme wieder im Gomme-Mode, als er die Welt hier in MC Edit bearbeitet hat? Und alles Zuckerrohr gelöscht hat. Na, wenigstens finden wir Eisen, ne? Oh. Oh. Naja. Ich brauche keine Hunde, ich brauche Zuckerrohr. Wahrscheinlich bin ich schon 10-mal an welchem vorbeigelaufen, hab's noch nicht gesehen. Könnte ich mir vorstellen. Also wenn ich das dann im Video sehe, dann werde ich auch mal ein strenges Wort mit mir reden müssen. Werde ich mir mal überlegen müssen, ob ich den Kanal noch weiterführen kann oder ob ich lieber mal in die Psychiatrie sollte. Alter, wie viel? Noch mehr Eisen. Man wird immer mit dem zugeschissen, was man nicht braucht, echt. So, jetzt kommen wir wenigstens wieder vernünftig gegen die Strömung. Da ist Zuckerrohr. Geil. Geil-O-Matico. Ich glaube, diese Folge heißt einfach nur die riesige Zuckerrohrsuche oder so. Und da senkt sich die Sonne schon wieder gen Horizont. Ich frage mich sowieso, warum sagt man eigentlich gen, warum sagt man nicht gegen? Das ist auch wieder nur so eine Faulheit. Weil die Deutschen einfach so faul sind, die Wörter ganz auszusprechen. Ah, naja, ich will nicht meckern. So, warte mal. Ich denke immer, es sind irgendwelche Monster hier. Aber dabei machen diese Viecher diese ganzen Geräusche. Also diese Schrittgeräusche. So. Jetzt aber schleunigst wieder heim. Ach, es wird schon wieder Nacht. Ich kann schon wieder meine Klinge auspacken. Und gleich austeilen.
Und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder ganz viel Zuckerrohr finden. Ach, wieder mit der Spitzhacke hier. Ach, das ist doch ein cooles Bild hier, muss ich ja sagen. Also, so ganz ehrlich, guck mal. So vielleicht. Das ist doch ein geiles Thumbnail, oder? So. Hier haben wir noch die fröhlichen Schafe, keinen Entsprauch, Kakteen kann ich mir auch mal mitnehmen. Und Sand. Ja komm, Sand nehme ich mal auch. Ja. Funktioniert super. So, dann kann ich ja eigentlich auch mal meine letzte Fackel aufstellen. Wo ist jetzt die Rose? Ach, hier. Und eine Rose. Und ein Kackstift aus Cobblestone. Wenn wir schon einmal unser Revier markieren, dann noch richtig. Oh. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich runterkomme. Was hat's gebracht? Und jetzt unsere Rüstung endgültig weg. Super hingekriegt. Wir sind der Natur schutzlos ausgeliefert. Da vorne ist das erste Skelett. Ach komm, ich mache einfach mal einen Bogen drum. Das hat ja auch einen in der Hand. Ach, das ist eine Blume. Ich dachte, das ist eine Fackel oder so. Das sind die Zimbis. Na, alte Potsau. Oh, geil. Bestes Achievement. Ich bräuchte jetzt noch mal eine Kuh. Also ich hätte die vorhin gleich töten können. Hätte ich gleich den Kuhschubser gehabt. Komm. Was ist denn da los? Ist das eine Höhle oder? Hm, ich glaube, das ist Lava. Ja, komm, jetzt nerv nicht. Läuft die ganze Zeit hinter mir, wisst ihr? Was hat's dir gebracht? Ein halbes Herz hat mir abgezogen. Nee, gar keins. Das halbe Herz war von der Spinne. Ach, wie dunkel das ja auch ist. Wenigstens haben wir Gesellschaft von Zombies. Komm, wollen wir einmal umarmen? Wir mögen uns doch so, hä? So. Schwert durch den Schädel. Das ist die Art zu zeigen, wie man den anderen liebt. Oder die beste Art. So. Alter, wie die Birken hier aussehen. Vor allem das Laub ist so durchsichtig. Da sieht man oben wirklich noch dieses letzte Stück so deutlich. So, das ist Lava. Kommt nicht ein Block hoch hier, also dumm. So eine dumme Potsau hier schon wieder. Ja, ja. Mach nur. Autsch. Tut mir nix. Au. 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 Wenn ich hier schon nur höre, das tut schon weh. Alter, wie viele Zombies und Skelette sind da? Ist ja schlimm. So. Ich könnte doch jetzt mal einen Waldbrand machen, oder? Das wäre doch mal cool. Das hat man immer gerne. Einfach einen Waldbrand legen und dann alles hinter sich lassen. Tschüss. Vielleicht hier noch ein bisschen. Warte mal. So. Ja, hier in der Beta, in der Version, da breiten die sich ja noch übelst schnell aus. Nicht so wie heute, so lahmarschig. Ja, da hatten die Bäume noch was drauf. Heute brennt ja immer nur einer ab. Oh. Das war Knäpse. So. Bisschen Licht machen hier. Wie gesagt, Revier markieren und so, ne? So, ein Schnitzel. Eine Rahmschnitzel.
Was willst du? Komm, wir brennen ihn mal an. Also wie dumm der hier noch die Kante entlang glitscht. Oder so gleitet. Ey, Dicker. Ey, Dicker. Ach ja, die behalten ja in dieser Version ihren Ladezustand bei. Auch wenn sie einen aus den Augen verlieren, das ist ziemlich dumm. Huch. Finde ich ja nicht so nett. Wie bald alles brennen wird einfach. Ist da ein Skelett? Einfach mal kurz Licht machen. Wird wahrscheinlich gleich übelst lecken. Oder wird die Fraps-Datei wenigstens nicht so groß? Und das Video kann länger werden. Ja, ja. Ach, heilige Scheiße, ich habe mich total verlaufen. Komm, wir fragen ihn mal nach dem Weg. Ey, wissen Sie, wo es lang geht, hä? Na, anscheinend nicht, da findet er nicht mal mich. Alter Fettsack. In seine Großhirnrinde ist auch nicht gerade so ausgeprägt. Was willst du, hä? Spring erstmal in den Seil, in den Teich da unten. Was Tag? Nee, doch nicht. Mist. Ich dachte, ich sehe gerade so ein rotes Morgenlicht am Horizont. Aber nee, es war nur das Blut unterlaufen in meinen Augen. Soll ich ja auch nochmal einen Waldbrand legen? Komm. Yolo Capollo. Das sind Alpha-Bäume, wir sind wieder zurück. Die brenne ich natürlich nicht an. Ich hoffe, das Feuer greift nicht auf die über, weil die stehen ja unter Naturschutz. Unter Naturschutz, habe ich gesagt. Autsch. Danke, dass ihr mich nach vorne pusht. THX, ey. Nur nicht zu derbe. Ach, Mann. Sehr schlau. Eine Herausforderung. Autsch. Lol. Lol. Lol, ich hab Angst. Oh. Ach, ach nee, die wollte ich ja nicht anbrennen. Wo ist denn unser Heim? Ich hab Heimweh. Hm, wo ist es denn? Oh Leute, wisst ihr? Also... Das finde ich nicht mal nach Hause. Oh, geil! Na, was ist denn los? Alter, wie viele? Das ist jetzt die neue Welthauptbevölkerung oder was? Oh, ich bin einer von euch! Guck mal, ich habe dieselben Sachen an wie ihr. Nur weil ich weiß bin. Ey. Toll, da kommt da einer von hinten. Und ich habe mein Schwert verloren. Muss mit der Axt weiter kämpfen. Axt durch den Schädel ist sowieso mal das Beste. Bei solchen Fällen. Und F5-Modus kämpfen ist auch sehr schlau. Das steigert auf jeden Fall die Erfolgsquote. Autsch. Ich kann kaum noch leben. Das ist eine Kuh. Ich habe den Kuhschubser-Erfolg sicher. Achso, hier muss man nur einmal F5 drücken. Ja, ist immer eine Umgewöhnung, wenn man die neuen Versionen andauernd spielt. Minecraft einfach noch so suchtet. Nach 2,5 Jahren oder so, wie ich das jetzt zocke. So, da geht's bestimmt nach Hause. Das sind alles Alpha-Bäume. Vielleicht sind wir jetzt sogar wieder in unserer uralten Dings. Danach sieht's mir nämlich aus. Also in unserer allerersten, wo wir angefangen haben. Ja, Tatsache, da vorne ist unser Feld. Guck mal. Wir sind wieder da. Wir können ein bisschen Essen klauen.
Dass wir es hierher finden, hätte ich nicht gedacht. Aber von hier aus kann man natürlich diese Erfolge auch machen. Ich kann nochmal in die Kisten gucken. Vielleicht kann ich ein bisschen was... Na gut. Mein Inventar ist viel zu voll. Ich kann vielleicht ein paar Sachen hier lassen, die ich nicht brauche. Und gegen andere eintauschen. Ne? So. Lag hier nicht noch irgendeine Scheiße rum? So eine Stonehoe oder so? Ne. Das Feld ist auch kaputt. Was will man damit noch? Da ist ein Huhn. Das kein Mensch braucht. Toll, das Wasser. Ach ja, die Stone Slab Wand. Stimmt ja, so hieß ja die Folge sogar damals. So, hier sind sogar noch ein paar interessante Sachen drin. Eisenerz natürlich nicht hier. Ich brauche eigentlich nichts davon. Außer vielleicht die 5 Strings. So, dann können wir jetzt eigentlich wieder losgehen. Achso, die Blumen wollte ich noch reintun. So, komm, solange es noch Tag ist. Aber ich werde die Reise nicht beenden, sondern ich werde mich jetzt hier irgendwo hinstellen und die Folge beenden. Weil, ach guck mal, Knochen. Weil, ne, und so, wir sind schon wieder über die Folgenlänge. Und ja. Würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.